Durch. Der Platz ist für dich. Was trinkst du denn? Irgendwas, was sprudelt jetzt, nur nicht Bier. Ja, sehr schön. Gut, ich nehme Cuba Libre, lieber Johannes.
Evelyn, wir haben Drive Me Down gehört von deinem Debütalbum Just a Name. Was bedeutet dir speziell der Song? Warum hast du den ausgewählt? Den habe ich eigentlich kreiert. Das ist eigentlich das Einzige, was ich bis jetzt zustande gebracht habe. Weil dafür muss man ja auch eine besondere Begabung haben. Und mein Produzent Franz Plaza, der hat mich einfach da reingeschmissen. Ich hatte die Band und auf einmal sagt er so, macht mal was, ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Und dann fiel mir, als die ersten Klänge so kamen, da fiel mir die Geschichte ein mit mir und meinem Mann in Las Vegas. Und das ist die Geschichte. Und ich bin einige Male, als ich wieder zurückging nach Las Vegas, in diese Straße und habe immer zu dem Taxifahrer gesagt, Mensch, gucken Sie doch mal, ob es da noch was gibt, woran ich mich erinnern kann. Und das ist das Lied. Das ist das Lied. Du hast 2013 deine Autobiografie rausgebracht. Ich steige aus und mache eine eigene Show und beschreibst deine Karrieren als Ballerina, Showgirl in Las Vegas, du hast das eben gesagt, Schauspielerin, Model. Und auf dem Buchrücken dieses Buches steht, ein Wunsch hat sie noch, den sie sich erfüllen will und das ist Rockstar werden. Jetzt kannst du einpacken, jetzt ist ja alles gemacht, oder? Es ist nicht zu glauben, Leute, aber das hat was damit zu tun, dass ich auch 2 Jahre älter bin als ihr. Da kommen die Jährchen so zusammen. Du kannst ja als Tänzerin eine bestimmte Zeit tanzen, so wie man im Sport auch nur eine bestimmte Zeit aktiv sein kann. Das merkt man, da kommen die kleinen Wehwehchen und dann kannst du plötzlich nicht mehr die Schulter bewegen und so. Also jeder weiß, dass das begrenzt ist. Und ich hatte das verdammte Glück, dass ich in meinem Ausstieg, also in meiner besten Zeit, jemanden kennenlernte, der in Las Vegas eine Show auf die Beine gestellt hat. Und das war die Lido-Show aus Paris. Und der sah mich und sagte auch, na, die Glänzerin ist ja auch nicht gerade klein, die passt da rein, will die das machen? Also ich habe noch nie einen Vertrag so zwischen Tür und Angel bekommen. Ich war die einzige Deutsche, die man genommen hat. Und ich habe mir gesagt, wenn du das nicht machst, dann hast du alles verpasst. Denn so eine Chance kriegt kein Mensch wieder. Also heute ist es so, wenn man jemand trifft, der dafür eine Audition macht, der weint schon vorher, so viel Competition ist da. Und die verdammte Eveline Klopsch, so habe ich ja damals geheißen, die hat das Ding so richtig vor die Füße geschmissen bekommen, nicht wissend, was da auf mich zukommt. Wir sind jetzt schon in Las Vegas und natürlich müssen wir dann auch darüber sprechen, mit wem du da so zusammen warst, gefeiert hast, unter anderem Elvis Presley, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Tina Turner, Diana Ross. Mit wem ließ sich denn am besten Party machen? Party weniger, aber ganz innig war ich mit Sammy Davis, ja. Was heißt das? Ihr habt euch ausgetauscht? Wart ihr beide weit weg von zu Hause? Nein, er hatte einen Film zu drehen, in dem wir mitwirken durften. Das war am Tage gedreht, weil wir ja abends die Show hatten. Und der Mann ist so Kumpel. Es ist ja sowieso etwas, was es leider nicht mehr gibt. Und bei uns schon mal leider gar nicht. Die halten ja zusammen wie Pech und Schwefel. Wenn du da bist, in der Gruppe, ganz egal, was du machst, dann you're family. Und das zeigen sie dir immer. Und Sammy war ganz besonders. Er wusste auch, er war schwarz. Er hat immer zu mir gesagt, Evelyn, I have to do more than anybody else. Und das ist mir wahnsinnig. Also ich habe es mitgenommen, aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig umsetzen können. Und wir haben uns dann öfter gesehen, auch wenn meine Eltern kamen. Sammy ist ein richtiges Theatertier, was es kaum mehr gibt. Mit einem Können, das kann sich kein Mensch vorstellen. Der ist als Sänger sensationell, als Schauspieler sensationell, als Tänzer sensationell. Sowas gibt es fast gar nicht mehr. Und jeder, der meint, der kommt auch dahin, der hat dann irgendwo den letzten Schuss nicht gehört. Auf die Freundschaft, wir stoßen mal an. Evelyn, großartig, dass du da bist. Wir werden hier aus dem Applaus nicht rauskommen heute Abend, das sehe ich schon. Die Beschreibung deiner CD, ich habe eine wunderbare Beschreibung gefunden und zwar, durch die Songs fließt deine Stimme wie Single Malt mit literweise Lebenserfahrung im Ausdruck und Substanz in jedem Ton. Als was siehst du dich denn jetzt? Als Deutschlands neue Diva oder als Rockstar? Eine Diva gibt es ja nicht mehr. Wenn ich es schaffen sollte mit Hilfe meiner lieben Menschen, dann könnte ich wieder etwas aufbrechen, was es mal vor vielen, vielen Jahren gegeben hat. Das hat aber was damit zu tun, dass ich die Reife habe, dass ich diese Stimme in der Reife habe und dass ich
natürlich es anders umsetzen kann, dass es glaubwürdig ist. Ich kann ja nicht einfach singen, atemlos durch die Nacht oder sowas. Nee, lachen die sich ja alle tot. Also insofern muss da ja schon was anderes kommen. Und wenn ich das erreichen könnte, wobei das alles nur kleine Mosaiksteinchen sind, der liebe Gott hat mir so viel gegeben. Alles, was ich jetzt noch mache, ist eigentlich, der Franzose sagt etwas sehr Schönes, un plus. Nur noch ein kleines i-Tüpfelchen mehr. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chancen so oft bekommen habe. Sehr oft, auf eine möchte ich unbedingt noch zu sprechen kommen. Nach Las Vegas kamen ja, viele Stationen in Europa, unter anderem Frankreich. Du bist Schauspielerin geworden, hast am Thalia-Theater gespielt. Ja, und plötzlich mit Mitte 60 wurdest du Model. Da hat dich der Chef von Megamodels entdeckt und dich einfach mal Richtung Modelsteg geschickt. Es gibt ja jemand, der sagt, ich werde jetzt den Lottoschein ausfüllen. Oh, apropos Lotto. Und ich werde auch gewinnen. Dann muss man den einsperren. Ja? Muss sagen, also der hat eine Meise. Ich habe es nicht verstanden, dass das machbar war. Und Ted Lino von Mega, der hatte eine Vision. Und ich kann nur jedem sagen, Kinder, habt eine Vision. Das kriegen wir hin. Der hat gesagt, weißt du was, ist meine erste Choreografie seit langen Jahren mit Michael Michalski. Und ich will dem jetzt mal eine präsentieren, die es noch gar nicht gegeben hat. Sage ich aber, Ted, bei dir lachen sie schon alle. Ich bin 65. Ich kann doch nicht mit den 17-Jährigen, da war auch noch Tony Garn und ich weiß es nicht, wer da alles war. Und ich sagte, das kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Da sagt er, doch, Evelyn, wir probieren das aus. Und das ist das Geschenk von Michael Michalski. Der hätte ja auch sagen können, du pass mal auf, so eine alte Schabracke, die brauchen wir gar nicht. Ja? Aber er hat gesagt, wo kommt die her? Was kann die? Was macht die? Das riskieren wir mal. Und vor allen Dingen hast du es ja auch anders aufgezogen. Du musstest ja was ganz Besonderes präsentieren da. Naja, also das war dann wirklich, ich hab ja immer gesagt, ich will nicht mehr Competition. Ich will auch nicht mehr schwitzen, Angst haben. Kinder, das habe ich alles hinter mir. Ich wollte jetzt nur noch was machen, was mir Spaß und Freude macht und was ich umsetzen kann, die Früchte, die ich jetzt habe. Und dann haben die mich da vielleicht bombardiert, kurz vorm Auftritt. Das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht. Weißt du, Evelyn, du musst jetzt genauso gehen wie die 17-Jährigen. Einmal hin, einmal zurück. Möglichst so, als wenn du beleidigt bist. Du weißt ja, denke, guck nicht nach rechts und ans links. Du gehst jetzt einfach wupp, rauf. Leute, da habe ich gesagt, das kann ich gar nicht. Ich bin nicht die Generation. Wie würde denn das aussehen bei einer Älteren, die genauso geht wie eine 17-Jährige? Aber ja, das geht, du machst nur einfach, was ich dir sage. Und 2 Minuten vor Toreschluss, wir stehen ja da alle in einer Reihe, ich hatte solche Magenschmerzen, das kann ich euch gar nicht schildern. Weil da kriegt man eine Chance und du kannst nicht machen, was du eigentlich machen willst, weil es geht nicht. Und dann habe ich den lieben Gott gehört. Der hat gesagt, es waren noch nicht mal Sekunden, kurz vor Toreschluss hat er gesagt, Evelyn, geh ganz einfach wie du. Und das habe ich gemacht. Und da waren am nächsten Tag die Zeitung raus, solche Headlines. Und ich weiß heute ganz genau, hätte ich es anders gemacht, hätte kein Hahn nach mir gekräht. Weil einer 17-, 18-Jährigen das zu nehmen, was sie ist, in ihrem Körper, in ihrem Wesen, das kann eine alte Tante nicht nachmachen, ist aus. Sie können allerdings auch nicht machen, was ich mache. Und deswegen sage ich, jeder soll zu jedem Jahrgang das machen, was ihm zusteht. Schreibt euch das alle hinter die Ohren. Also wir schreiben uns das alle hinter die Ohren. Mittlerweile machst du nur noch die Top-Top-Model-Jobs. Mittlerweile singst du dann noch und lernst ab und zu ein bisschen Französisch. Das muss auch sein. Ansonsten bist du auch noch Privatperson und recht bodenständig. Du wohnst mit deiner Mutter zusammen, die dich Püppi nennt, 94. Würdest du sagen, dass es dich auch jung hält, noch jemandes Kind zu sein? Du bist einfach noch Tochter. Hält das jung? Ich bin noch Kind, ja. In einem Monat wird meine Mutter 95 und ihr werdet es nicht für möglich halten. Das ganze große Glück, was wir haben, sie ist voll da. Da ist nichts im Hirn, wo ich merken müsste, okay, jetzt hat sie abgebaut. Sie ist sehr zart, sie trainiert mit mir, sie war mal Tänzerin. Wir haben ganz, ganz viel Glück und ich habe Glück, dass ich sie so lange habe. Und sie sagt jedes Mal zu mir, du bist mein ganz, ganz großes Glück, was ich habe. Wir haben ja schließlich ein Kind verloren. Deinen Bruder nämlich, genau, und das ist schon einige Jahre her, ja. knapp 20 Jahre her, ja, so ungefähr. Eine wunderschöne Geschichte.
die Kurve jetzt zu kriegen zu deiner Liebe. Du hast geliebt, du warst verheiratet und du warst verliebt. Und eigentlich frage ich mich, und ich finde, es fragt man dich, weil du bist komplett anders als andere in deinem Alter. Wie muss jetzt der Mann sein, der dich nochmal erobert? Bitte sag uns das und wir finden einen. Also da mag ich jetzt niemanden enttäuschen, aber ich hatte ein so dolles Liebesleben. Ich hatte wirklich das Tollste, was man haben kann. Ich werde jetzt nicht auf meine alten Tage irgend so einen Knacker mit mir zusammenbringen und dann am Schluss sagen, na hetzte man, Evelyn, das war auch nicht nötig. Ich glaube das nicht, weil verliebt sein, das versuche ich jemanden nahe zu bringen, der mir sehr nahe steht, das hat man nur ein oder zweimal im Leben. Und den vergisst man auch nicht. Und gerade davon habe ich eben gesungen. Und es gab noch jemanden aus Frankreich. Und das reicht. Wenn es groß war, dann reicht es. In Ordnung. Du hast geliebt. Evelyn Hall hat geliebt. Das sind wunderbare Schlussworte. So far erstmal. Und damit geben wir jetzt aber, wir sprechen uns später noch, ab zur Bühne. Tomate im Winch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Horst ist heute leider nicht da, kommt aber sicherlich in der nächsten Sendung mal wieder vorbei. Tomate und Winch, ihr seid super! Tja. Seit über 11 Jahren singt er das wohl emotionalste Lied über die schöne Stadt Hamburg vor jedem HSV-Heimspiel. HSV, höre ich da jetzt einige auf unserem Kiezclub schlucken? Ja, wir haben ihn reingelassen, denn der Kiez, das Kokon und TalkDot ist doch bekannt für Offenheit und Gastfreundlichkeit. Herzlich willkommen bei TalkDot, Lotto, King, Karl! Moin, moin. Dankeschön. Auf dem Kiez. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Was für ein Setup hier, wir beide so. Es ist so. Ja, Michael Jürgs interviewt Olli Wickert oder so. Ja, genau. Da kann ich drin alt werden in diesem Sessel. Ja, ja. Ich komme ja jetzt schon kaum hoch. Ja, die sind so flach, das muss man mal sagen. Ja. Aber wir haben was Schönes zu trinken, ne? Ja. Sagen erstmal auch Prost. Prösterchen, ja. Genau, cheers. So, wir machen ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, immer einige Promi-Fähigchen so vorab, als aus Werbegründen. Und wir kamen bei dir auf die total innovative, verrückte, noch nie dagewesene Idee, einen Lottoschein auszufüllen. Oh, da war ich total überrascht, ja. Mhm. In den letzten 21 Jahren bin ich ganz selten auf das Thema angesprochen worden. Ja, so ungefähr war die Reaktion vor einer Woche. Übrigens, die Filmchen können Sie sehen auf unserer Homepage talkdot.de, auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Facebook-Präsenz. Und jetzt pass mal auf, wir haben dir letzte Woche wirklich versprochen, den Lottoschein abzugeben. Ja. Haben wir gemacht. Ja. 5 Zahlen haben Astrid und ich getippt. Eine du. Weißt du noch, welche das war? Die 13. Die 13. So, Astrid und meine Zahlen. Für den Arsch. Im Ernst, weißt du, was letzten Samstag gezogen wurde? Als einziges von diesen 6 aus 49, die wir... Die 13. Man kann das nicht lernen. Einen richtigen, meine sehr verehrten. Dank Lotto King Karl, die 13. Sie können es nachprüfen. Es ist wirklich so. Und wir haben immer für solche Momente, weil wir praktisch nichts gewinnen können, eine Plastikmedaille. Die würden wir dir einfach gerne geben als kleines herrlich. Dankeschön, dass du uns die 13 geschenkt hast. Dankeschön, Dank. Dankeschön. So, da sind wir jetzt schon mal bei deiner Legende. Die Legende, oh, das geht sogar rum, siehst du? Ja. Das kann man auch gut tragen, so, oder? Ja. Die Lotto-Legende, wie aus Gerrit Hesemann aus Hamburg geboren 1967, Lotto King Karl wurde. Das hat zu tun mit dem Gabelstaplerfahrer, ich wusste, dass ich dieses Wort nicht auf einen Schlag rausbringe. Gabelstaplerfahrer Karl König aus Bormbeck. Es hatte zu tun mit 42 Millionen Gewinn, damals noch in Mark. Genau, leider, ja. Die wären damals Pfund schon wieder lieber gewesen, aber dann hätte ich in England spielen müssen und der internationale Lottomarkt, das war für mich damals noch zu groß. Interessiert auch keinen, ne? So die paar Millionen. Ich wundere mich, dauert das jetzt noch länger mit dem Thema. Ja, pass auf. Nach all den Jahren. Und es hat auch was zu tun mit Hopi Hallidos, das sind die
Es gibt Leute, die nicht aus Hamburg sind, das sind Holstenpilsen in halben Litendosen. Das ist alles Karl König, von dir kreiert, und dann kam eine Single raus, die hieß Ich hab den Jackpot. Jetzt einfach nur die Frage, weil ich es nirgendwo finden konnte, was war zuerst da die Idee, eine Single rauszubringen und dann sich eine Legende zu stricken oder andersrum? Es war der Gewinn, dann war es die Single. Dann gab es die Idee, noch eine zweite Single zu machen, weil die damalige Plattenfirma das irgendwie ganz witzig fand. Und dann gab es bereits eine andere Plattenfirma, die damals Frank Ramon und mir gesagt hat, wollt ihr nicht ein Album machen? Und dann haben wir gedacht, ja, das ist bestimmt gut, mal ein Album zu machen. Und haben dann aber erst viel später, also ich jedenfalls, ich hatte mit Musik nicht viel zu tun, dann erst viel später gemerkt, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben eine Plattenfirma rausgeflogen, irgendwann nächste Plattenfirma nochmal rausgeflogen, eigenes Label gegründet, heute bin ich hier. Schönen guten Abend. Also, North Coast Records. Ja. Genau. Und bei diesem Label North Coast Records von dir bist du ja, glaube ich, nicht nur du, sondern auch nur andere, die du unter die Fittiche nimmst, ne? Nein. Es gibt, ich bin quasi Partnerlabel von Rodeo Star, da sind zum Beispiel Extra Breit und so weiter. Gibt es verschiedene Bands. Das ist mehr Plattenfirma. Bei uns ist es eigentlich mehr so Mittel zum Zweck, dass wir überhaupt mal eine Platte veröffentlichen können. Und das machen wir jetzt seit 16 Jahren und die nächste wird im nächsten Jahr kommen. Und ja, es ist natürlich so, dass du 6-7 Jobs dann gleichzeitig machen musst, aber wir fangen damit so ein bisschen so diesen Verlust, den man halt auch hat durch viele Kopien und so weiter auf, um einfach weitermachen zu können. Vor 20 Jahren gab es ja das erste Album Weiß Bescheid. Das heißt, 21 Jahre. Vor 21 jetzt ja schon. Also war das 95? Ja, das stimmt. Das Album ist tatsächlich vor 20 Jahren erst gekommen. Ja, das war relativ frisch noch, das erste. Gott sei Dank, hier steht nämlich wirklich vor 20 Jahren. Ja, ja, bin ich froh, ja, dass es nicht an mir liegt. Ja, also vor 20 Jahren das erste Album Weiß Bescheid. Und das heißt also, das Jubiläumsalbum, das werdet ihr dieses Jahr nicht mehr rauskriegen. Das hätten wir im letzten Jahr, hätten wir ja 20 Jahre nach der ersten Single was machen müssen. Aber das ist auch so ein bisschen so die Erkenntnis im Laufe der Zeit. Man muss dann eine Platte machen, wenn die Platte fertig ist und nicht, wenn man das Gefühl hat, dass irgendeine Marketing-Idee unbedingt sein muss. Das auch, ich werde auch alle 2 Jahre gefragt, ob ich nicht einen Song zu irgendeiner Fußballfeier machen möchte. Und ich bin sehr froh, dass in diesem Jahr es nicht mehr ganz so viele EM-Singles gibt. Ich war ja vor ein paar Tagen mit Du Richter schon mal hier, da haben wir den Versuch von Wolf Huss von Sky vorgestellt. Insbesondere das Making-of ist lässt tief blicken. Eine Band aus, ich glaube, Schwabing, die früher als Motorradband stundenlang, minutenlang als Wild Lawyers oder Crazy Dentist oder so irgendein Eiscafé unsicher gemacht haben, versuchen sich jetzt als Heavy-Metal-Typen. Warum nicht? Also man muss seine Aggression irgendwo loswerden. Nein, aber wir haben, das hat eine Zeit lang gebraucht. Wir sind ja auch eine etwas größere Band und auch eine etwas ältere Band, in der sich auch viele Dramen abspielen, aber auch viele gute Sachen. Und dann braucht das halt mal eine Zeit, weil auch mal jemand mal ein halbes Jahr einfach mal ausscheidet. Und das war mir auch ganz wichtig, dass wir alle so ein bisschen so zusammen so, also zumindest mit dem harten Kern der Band daran schreiben. Das sind die Barmbek Dream Boys. Genau, und okay. Girls auch. Aber das ist so ein Kreis von so 4-5 Leuten aus der Band und noch ein paar Leuten drumherum, mit denen man sich dann so Stück für Stück an so ein Album rantastet. Jetzt gibt es ja auch noch die Band, die drei Richtigen, mit denen du zusammenspielst. Wie muss man sich das vorstellen? Sind einfach die Barmbek Dream Boys ein bisschen reduziert oder sind das wieder ganz andere drei? Nein, das ist unser Keyboarder, das ist unser Schlagzeuger und unser Gitarrist. Und das ist eigentlich mal so, haben wir damit mal angefangen zu probieren, was passiert, wenn wir wirklich nur akustische Instrumente spielen und dann auch vor sitzenden Menschen mal spielen. Und das ist so ein bisschen so eine Art schnelle Eingreiftruppe. Ist eigentlich so ein bisschen so der Mannschaftsrat von unserer Band quasi so. Das sind auch wir vier, sind auch die, die das meiste. Wir sind auch die, die das meiste zusammen schreiben und auch das, entweder Jörn, unser Gitarrist oder Manne, produzieren das dann und dann, das ist so. Wächst man ein bisschen mehr zusammen, das ist für uns alle auch ganz gut. Noch ein letzter Sprung in die Historie von dir. Du bist auf die Gelehrtenschule, so weit ist es natürlich auch nicht, du siehst fantastisch aus. Oh, ich auch. Ja. Das Licht. Gelehrtenschule Johanneum, das war die Schule, auf die du gegangen bist und ab und zu auch noch wiederkehrst, wenn sie zum Beispiel dich rufen für Benefizveranstaltungen und so weiter. Ja, das haben wir gerade vor 3 Wochen gemacht, die brauchen eine neue Bühne. Und dann sind wir dort bei den 3 Richtigen aufgetreten. Das macht dann da Sinn, weil so eine Schulaula spielst du mit einer Rockband in Schutt und Asche und die wollen ja die Aula behalten, brauchen nur eine neue Bühne. Deswegen mussten wir ein bisschen leiser spielen und das müssen wir dann bis zum Ende des Jahres spielen. Und da habe ich auch schon mal beim, 475-jährigen Jubiläum gespielt und am 500. Jubiläum, das ist in, glaube ich, 11 Jahren oder so,
bin ich ja normal gefragt. Ja, und ich sag ja, so alt siehst du wirklich nicht aus. Also ja, ich hoffe, dass das nächste Mal auch die anderen Ehemaligen, die mit Musik zu tun haben, wie Timo Blunk, Detlef Dietrichsen, Volker Lechtenbrink, dass die vielleicht auch mal da auftauchen. So, Freddy Töhle, Axel Zwingberger. Die könnten theoretisch auch für eine neue Bühne spielen da. Dann gibt es ja eine neue Bühne. Ja, ich hoffe, die nächste hält länger als 11 Jahre. Ich glaube, ich hoffe, dass wir nur zum Jubiläum wiederkommen und nicht nochmal. Aber sonst würden wir das auch machen. Ja, war. Jeder ist ja auf irgendeiner Schule gewesen. Die Schule von Jörn gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Da hat man zu spät nach Benefizveranstaltungen gefragt oder so. Keine Ahnung. Aber wir machen das ganz gerne. Machen ja auch sonst hin und wieder Benefizsachen. Darauf kommen wir auf jeden Fall später noch zurück mit Benefiz, den Soccer Cup war und so weiter. Ja, genau. Das machen wir gleich noch. Nach dem Abi gearbeitet als Packer und Kurierfahrer und bei der Marine gewesen, ne, in Bremerhaven. Was? Bei der Marine in Bremerhaven gewesen. Ja, bei Bremerhaven, Flensburg, Kappeln, Eckernförde, Plön, also so eigentlich. Sehr norddeutsch. Ja, viele sagen so New York, Las Vegas oder eben Plön, Kappeln, Bremerhaven, ja. Flensburg. Ich habe das dann gemacht. Auch schön. Sehr schön. Ja. Ist auch gut, wenn man auf Tour ist, weil man eigentlich überall was erzählen kann. Wir haben gerade vor ein paar Wochen wieder in Bremerhaven gespielt und viele sind immer ganz überrascht, dass ich dann irgendwas weiß über die Stadt. Das ist nicht wie so bei Volksmusikbands, wo man dann vorher so einen Zettel bekommt von der Agentur und dann irgendwie so, wie heißt der Bürgermeister? Und dann mache ich einen lustigen Witz. Sondern ich weiß halt tatsächlich was über diese Orte. Wenn wir in Norddeutschland spielen, weiß ich eigentlich fast immer irgendwas darüber, weil ich da irgendwann schon mal war oder mit einer roten Lampe auf dem Kopf lang marschieren musste oder so. Den Geist von Malent habe ich auch ein paar Mal umkreist. Oh, ich. Der Geist. Ja, also Marine und auch Offizierschule Plön, da läuft man oft an Malente vorbei. EM machen wir auch gleich noch. Müssen wir machen, dann nützt ja nichts. Weil Fußball spielt ja sowieso in deinem Leben eine große Rolle. Und im Moment auch aktuell, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die, die es nicht mitbekommen haben. Aber, und das Schöne ist, wir haben hier wirklich viele Fußballthemen, Sportthemen immer bei Talk.dot. Aber wir sind ja auch eine Sendung, die den Eurovision Song Contest immer gerne mal unterstützen. Und du bist eigentlich ein Gast, mit dem man über beides reden kann. Denn, wer es nicht weiß, Lotto King Karl hat vor 16 Jahren, da wollte er nach Stockholm witzigerweise auch, für den beim Eurovision Song Contest deutschen Vorentscheid mitgemacht, featuring Fischering Roh. Lukas Hilbert steckt dahinter, ne? Genau, ja. Und Fliegen war das Lied, ein Lied, das du heute immer noch spielen musst, auf das alle warten. Vereinzelt wird danach gefragt, ja, das stimmt. Du hattest, ich habe mir das Video nochmal angeguckt, das kursiert ja Gott sei Dank auch im Netz. Das ist ein geiler Anzug, den du da hast du den noch? Den würde ich dir vielleicht sogar für 2 Cent abkaufen. Ich hab die Sakko noch, glaube ich. Ich glaube, die Hose ist irgendwann mal, habe ich die mal im falschen Moment nicht zum Trocknen aufgehängt und ja. Die hatte dann eine ganz andere Farbe. Meinst du das Video vom Grand Prix selber oder das Video zu Fliegen? Vom Grand Prix selber. Ja, weil das Video zu Fliegen ist ja damals das billigste Musikvideo aller Zeiten gewesen. Ach. Weil RTL, die das gefilmt haben, weil sie sich glauben konnten, noch so eine Packung DV-Kassetten, die hatte man damals noch, bei uns im Tourbus liegen gelassen. Also das Video, der Videoclip zu Fliegen hat, glaube ich, ungefähr so 30, 40 Mark plus gemacht. Entschuldige, das muss man erstmal schaffen. Ja, dagegen steht Thriller, ne? Das hat echt Kohle gekostet. Also auf jeden Fall, dieser Anzug war schwarz mit Feuerstreifen. Das war, was man damals in den 90ern geil fand, so Flammen. Ne? Ein wirklich alle, die sich das damals tätowiert haben, bereuen das heute und ich habe diese Jacke noch. Und ziehe sie nicht mehr an. Also insofern ist das der schlauere Weg gewesen. Würdest du eigentlich so wieder mitmachen wollen beim ESC oder sagst du, nee, will ich nicht mehr, das würde mich gar nicht mehr interessieren? Oder hast du gesagt, nee, da fehlt mir gerade das Lied oder kein Bock mehr auf die... Also ja, ich glaube, es hängt wirklich davon ab, dass man ein Lied hat, was irgendwie dazu passt oder so. Und ich hatte damals schon, das war ja bevor dann, Stefan Raab hat ja damals gewonnen und bevor er dann auch eine Zeit lang mal die Sache auf ein anderes Level gehoben hat, eigentlich damals schon gedacht, dass es eine ganz gute Idee wäre, weil es ja von öffentlich-rechtlichen Sendern gemacht wird, dass man über die einzelnen Bundesländer auch mal kommt. Ja. Aber das ist dann ja beim Bundesvision Song Contest von Stefan gemacht worden. Das verkam dann auch immer so schnell zu so einer Selbstdarstellung von so verzweifelten Radiomoderatoren, die dann einmal im Fernsehen sind und nicht verstehen, warum man im Radio arbeitet. Man arbeitet im Radio, weil man zu scheiße aussieht fürs Fernsehen. Das ist so. Ich habe 15 Jahre im Radio gearbeitet, das ist einfach so. Und die versuchen diesen Abend immer zu nutzen. Dazu sage ich jetzt nichts. Nein, aber es ist doch so. Die versuchen diesen Moment immer zu nutzen, um was anderes zu verkaufen, was sie nicht verkaufen können. Und das hat auch irgendwie genervt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment erscheint es mir sehr, wie soll man das nennen, nebulös, warum jemand da mitmacht. Ich finde immer so Bands mit Fans, real existierende Musiker, das finde ich immer gut. Oder auch einfach einer, der noch nie was gemacht hat, aber der eine gute Idee hat. Nur es ist eben leider auch so,
das erste Mal vor so und so vielen Leuten aufzutreten. Und das fängt das erste Mal vor so und so viel zwei Leuten an. Und es gibt dann auch so Schwellen, so 500.000, 10.000, 20.000, so. Das schränkt deine Leistungsfähigkeit ein. Und finde ich, bei so einem großen Wettbewerb, bei einer so großen Show, ist das so schade, wenn man merkt, so die Hälfte der Leute hat eigentlich mehr damit zu tun, vorher genug Imodium akut einzuschmeißen, damit sie sich nicht so dermaßen in die Büchs machen. Das ist eigentlich schade, weil es ja um den Song auch gehen sollte. Ja, und ich finde das alles sehr, sehr überhyped. Es geht aber auch beim ESC um die Show. Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt, falls du jemanden brauchst, Boyband-mäßig, ich kann ganz hinten stehen, muss aber... Ja, du bist ein Mann für die Front Row, also für vorne, ja. Yeah. Ja. Ja, ich weiß jetzt auch dank deiner Ausführungen, warum ich im Fernsehen bin. Natürlich. So, ja, natürlich. Kann man auch drüber reden. Und die anderen nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Noddo und ich vielleicht mal für Deutschland beim ESC. Und weißt du was? Wir hätten jemanden, der uns so richtig schön in Bewegung bringt. Und damit gebe ich ab zu Astrid. Genau, neben mir steht Marvin A. Smith, einer der erfolgreichsten Choreografen Deutschlands und der USA. Good evening, Marvin. Hello. Marvin, oh, das Fernsehen kommt doch einfach mal rum hier. Schön aufs DJ-Pult, eine neue Position. Wir drehen uns hier ein. Die Position hatten wir dann, oh, mit Sonnenlicht im Gesicht. Marvin, if Lotto and Peter would establish a boy band, would it be a nice challenge for you to create their show? It would be more than a challenge. It would be a great honor. A great honor. I would love it. Peter, I'm in. I'm in. Marvin is in. What is special about you is that you make people do things they would never have thought they would ever do. How can you do that? Well, that's a good question. Thank you. How can I do that? With a lot of strength and a lot of strong nerves. It's not an easy thing because I don't make them do things that they can't do. I make them do things or have them do things that they think that they cannot do. And that's something different. And it gets a lot easier. It gets extremely easy once the development starts and once they see themselves getting better, and then it gets easier. It's always very difficult in the beginning, but once they see themselves start to develop, and then it gets easier and easier. So kind of a psychology, I guess. Exactly a psychology, exactly. You're not just a choreographer, you are also, you were a member of the jury from Got to Dance. Oh, by the way, is thank you for coming one of your favorite sentences. Thank you. That is absolutely one of my favorite sentences. I guess so. You're also stage coach, artist developer, creative director, you do video clips, or the show of the Olympic Games in Sydney, Berliner Friedrichstadtpalast. You must have a huge fantasy. How do you get your ideas? I mean, it was the Olympic Games in China. Oh, missed. That's okay. You did the Olympic Games in China. It was Olympic Games. You must have huge ideas. Somebody thinks I have huge ideas. I'm not sure. They come how they come. They come how they come. They come when they come. Do I have huge ideas? I would hope so. I would hope I do. I'm sure, because we see your shows. You have great ideas. But when do you have them? In the morning, afternoon, in the night? Well, ideas come when they come. It depends on the project or the artist or the production, the musical, the video. And the creative concept or conceptualizing the project, there's so much input. There's input for what the artist, if I'm working with an artist, if I'm working with a singer, he or she knows their vision that they want to have for that concert tour or that video or that performance. And then it's up to me to take their ideas or their thoughts and create a show. Otherwise, the ideas would just be random ideas out there. A show has to have a beginning, a middle, and an end. And someone has to take these things and they have to kind of form them into something, making them entertaining, making them interesting, and making it a structure. And that's when I come in. So the ideas come from everywhere. They come from photographs and pictures, and they come from history. They come from people walking down the street. They come from all over.
and they must probably fit the stars. When we talk about you, of course, we must talk about some celebrities, some stars, because you worked, sorry for that name dropping, but with Michael Jackson, Madonna, Pink, Jennifer Lopez, Britney Spears, Lionel Richie, Josh Groban, in Germany, Yvonne Katterfeld, Dieter Bohlen, Sascha. Do you have any favorite story about one of your stars? Is anybody nasty or arrogant? Or please tell us a story. None of them. None of the ones you mentioned. This is my favorite story, actually. It has nothing to do with performing, but it was a world star. I won't mention his or her name, but it was a world. Peter's laughing. Peter's laughing. I'm not going to mention the name. It was a world star, and we were doing a show in Paris. And we were in Paris for about 2 weeks. And 2 weeks for a celebrity is a long time, because normally they're on the go night after night after night. So we were in Paris for about two and a half weeks maybe. And one night, one of the technicians, the director, myself, and the assistant choreographer, we decided to go out. Then we were on our way out of the hotel, and we get a call from this star. And it's like, Marvin. I was like, yes. The person's like, could you do me a favor? I was like, well, sure. She's like, could you go to... She was like, could you go to the store and get me some toilet paper? True story. And you were actually to go out. Yeah, and we were like, why do we have to get a toilet paper and get this and this and this and this? I said, okay, fine. So we went, we got the stuff, and we came back to the room, and the celebrity was laying in bed with the covers up to the person's neck. And we just laying there, it was around 12:30 at night, and we were gonna go out. We kept saying, just come out with us. We're gonna go to the Bandouge, we're gonna have a great time, and tra la 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 la. And the person kept saying, no, I'm so tired. I have to go to sleep. I'm tired. Have a show tomorrow. I was like, well, just come out for half an hour. This person was going, no. Finally, we're like, this is an hour. So now it's 1:30 in the morning. We're like, just come on. Let's go downstairs, go to the bar, and then we'll go out to the club, and we'll come right back. This person, 1:30 in the morning, after laying in the bed the whole time, covers up to here, pulls down the covers and said, let's go. She has a full cat suit. Full cat suit and full diamond necklace. And I was like, excuse me, I thought you... She was like, well, sweetheart, you always have to be ready just in case. Just in case. So there, that is literally hands down one of my favorite stories. And you won't probably, you won't tell us who it was, but it's a beautiful story. You also, we have to mention it, you work with our huge star in Germany, Helene Fischer. He works with Helene Fischer. What is that like to work with her? Can you still hear the song Atemlos durch die Nacht? Sure, I can hear the song. Of course, you'll still love it, I guess. It's one of your favorite songs. I can always hear it, and I do like it, to be honest. I do like it, but that's one of the things when you work with when you're working with a celebrity that has such a major hit like that. The hit is going to follow the singer for the rest of their life, so you will always be hearing the song for the rest of your life. Can I hear it again? Sure, but we like to sometimes with all celebrities when you have if this Britney Spears with Hit Me Baby One More Time, Beyonce with Crazy in Love, Helena with Atemlos. Every once in a while, you know, we start trying to change how we show the song to the audience. Sometimes it's slower, sometimes it's faster. We try to give it a different version, give it a different look. So it just depends on what we're communicating for that particular show. But it's always very interesting because, you know, that's a part of creativity. Okay, so it never gets boring with Atemlos durch die Nacht. We have a look at your biography. You already started dancing with 4 years and you did commercials with 6. You describe yourself, I read, as a child of the entertainment industry, and you got a dancer and an actor. And what was your childhood like? Did you have fun or was it just work? Well, when you love what you're doing, and this sounds so cliche, I know it does, but when you love what you're doing, it doesn't always seem like work.
Did I have a childhood? Yes, I did have a childhood. And I did start very young, but I think for the Europeans or for the Germans, it sounds very abnormal, but in the industry, when you're in this industry, and I knew this is what I wanted to do. I knew this from the time that I was a child. My brothers, one of my brothers is a doctor, my sister's a lawyer, my other brother's an architect. And I knew this is what I wanted to do since I was a kid. I knew I wasn't, oh, that's not true. When I was really young, I wanted to be a dentist. I don't know, and I don't know where that went, but that's what I wanted to do. And I knew that I wanted to do this from the very, 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 very beginning. So it was the development that was fun. I wasn't playing outside with my friends. I was in class and I was taking dance classes and I was taking singing classes and acting classes. But I was also amongst other people that was my age. And so it was also fun. It was just another type of fun. Is it true that you only sleep 4 hours per night? That is very true. Also as a child? As a child, I don't know how long I slept when I was younger, but I do know I was always the first one up. I was always the first one up, and when I got up, my brothers and sisters and my mother and father, they were always sleeping, but I was incredibly loud. I know that's very hard to believe because I come across as very shy and very quiet. I get it. But when I was younger, I would wake up and I would be bored. I would wake up before the sun came up and I would just be incredibly bored. So I would do everything to try to wake my brothers and sisters up. So and they would be annoyed. They would be very annoyed, but I would never stop. You travel a lot. Do you sometimes feel lonely not being at home? Because you live in LA and in Hamburg and travel a lot. Do I sometimes feel lonely when I'm not at home? That's a good question, but I think only lonely people feel lonely. And I am not a lonely person. That sounds beautiful. Do you still dance? Do we see you on your stage? No, that's absolutely 100% never going to happen again. All right, you're a coach. Do you have universal advice for people for a better appearance? All the same, whether they are dancers or doing a speech in front of people, for people in front of an audience, any fundamental advice for us? I think one of the... It's going to sound extremely cliche. It really is going to sound cliche. But the truth is, I think you have to commit to the moment. I think whatever the moment is, whether you're dancing, singing, acting, modeling, moderating, whatever it is, at that moment, you must commit to that moment. And once you commit to the moment, there's no right or wrong. There's just do and there's just be. So my advice would be to get as comfortable as you can, of course, study and work and try to master your craft. But once you have the opportunity to execute your craft, once you have that opportunity, which is always an honor, it's always an honor to be able to do exactly what it is that you do. Once you get that that opportunity, you have to commit to that moment. You have to, otherwise it's a waste of not only your time, it's a waste of the other people's time that's watching you. Thank you so much. I'm really in that moment with Marvin A. Smith. Lexi, and as we say in Hamburg, wir sprechen uns noch. We talk later in this show. And for now, ich gebe ab an die Bühne. Super, danke schön. Lotto King Karl ist bei uns bei Talk Dot. Fühlst du dich auch gerade im Moment bei uns? Ob ich mich gerade fühle? Im Moment fühlst. Nee, gerade kommt bei dir. In dem Moment befinde ich mich. Ja, klar. Ja, natürlich. Versuche ja auch hier super Entertainment zu bieten. Deswegen muss ich ja total auf der Höhe des Geschehens sein. Wenn man sagt Lotto King Karl, dann gibt es in Hamburg meistens gleich zwei Antworten. Der hat irgendwas mit dem HSV zu tun und der macht Stadtparkfestival. Also das müssen wir jetzt mal alles nochmal abgrasen. HSV, du bist Stadionsprecher. Seit wann? Ich gehe jetzt in die 12. Saison. Oder in den 24. Trainer, wie wir sagen. Nein, es sind glaube ich weniger. Und machst das ja nicht allein. Ja, genau. Mit Dirk Böge zusammen und ja, vorher mit Marek Erhardt.
Du singst aber ja immer vor jedem, haben wir gerade schon gehört, vor jedem Heimspiel des HSV, die Hymne Hamburg meine Perle, steigst du auf einen riesen Kran und fährst ungefähr, wie viele Stockwerke sind das? Ich glaube, es sind 13 Meter, keine Ahnung, das sind 4 Stockwerke oder so, keine Ahnung, kommt auf das Haus an, ne? In einigen Ländern sind es wahrscheinlich 30 Stockwerke oder so, aber ja, also ich glaube 13 Meter oder so. Und wenn du damit fertig bist, huschst du dann hoch zum Sprecherjob oder wie? Muss man nein, wir sind unten am Spielfeldrand. Also, also. Ach, die sind im Spiel, am Spielfeld? Ja, ja, wir stehen neben der Trainerbank. Also das, wir haben da keine Kabine oder so. Das, das ist unterschiedlich von Stadion zu Stadion. Es gibt bei uns einen Gefahrensprecher, Heinz Jungklausen. Der ist tatsächlich sitzt in der Regie. Das ist also derjenige, der diese Durchsagen macht, wenn der kleine Peter seine Eltern verloren hat oder loswerden wollte und dann die Eltern fragen oder so. Und das macht Heinz. Ich kriege Probleme bei Verabschiedungen von Spielern, weil ich dann wirklich schon sehen muss, dass ich relativ schnell da rumsprinte. Das ist ja doch auch für mein Alter eine Strecke, das ist ja bestimmt 70, 80 Meter. Und du musst danach ja so auch vernünftig reden können. Oder bei so speziellen Durchsagen, wenn es eine Schweigeminute gibt, dann teilen wir das meistens auf, weil wir auch nicht überall in diesen Bereichen Funknetz haben für die Mikrofone. Also wir müssen uns schon ein bisschen uns überlegen, wo wir uns dann hinstellen. Aber wenn das in der Nähe der Eckfahne geht, das meistens und dann machen wir das von da. Und man müsste natürlich gucken, wenn man jetzt sehr schnell viele Tore ansagen muss. Würde ich gern machen, aber gibt so Momente, wo man auch dann auch machtlos ist und so ein bisschen Passagier des Geschehens ist. Aber das kommt mit Sicherheit wieder. Und dann muss Lotto schweigen und das ist ja auch nicht so einfach wahrscheinlich. Ne? Wenn du plötzlich, du würdest ja auch gerne lieber ihm die Tore ansagen. Das ist ja so. Wie will ich ansagen? Du würdest ja eben gerne die Tore erstmal ansagen, aber du musst dann bis zum Schweigen, verdammt. Ich muss ja aufs Tor warten, ja. Wenn so. Nichts anzusagen ist, zum Schweigen, verdammt. Ja, das ist ja nicht so schwer. Du packst das Mikro weg, wir unterhalten uns ja trotzdem. Also wir schreien ja auch da unten rum, aber... wir haben ja nicht das Mikro jetzt permanent in der Hand. Das sind so Plastikdinger, da kann man die so reinpacken. So. Das ist High-End. Ja, ja, das ist eine Erfindung des Kunststoffs. Hey, Fernsehen, wir brauchen High-End fürs nächste Mal. Ja, so Dinger, wo man so Mikrofone so reinstecken kann. Das ist super. Wenn man mal Mikrofone reinstecken will, ist man total froh, wenn man das hat. Es soll Leute geben, draußen im Netz, aber auch hier, die noch nie im Stadion waren und das Lied nicht kennen. Es gibt aber auch Leute, die das Lied kennen. Hamburg, meine Perle. Ich würde wahnsinnig gern einmal den Refrain hören. Nein, das ist ja peinlich. Nein, das machen wir nicht. Wir sind Talkgast. Vielleicht fängt ja jemand mit. Hamburg, nein, singt keiner mit? Meinst du nicht? Nein. Lass uns reden. Nein. Nee? Hamburg, meine Perle. Nein, lass uns jetzt reden. Los, also wirklich. Da wären einige zum Singen bereit. Du kennst das ja, wenn da Tausende stehen und dir das entgegengrölt. Ich höre immer nur Astrid. Das ist eben der Unterschied. Ne? Jetzt dachte ich mal, da könnte ich mal Hamburg meine Perle. Na gut, alles klar. Dann müssen Sie sich das alles im Netz anschauen. Man kann auch zu Konzerten von uns gehen, da wird das auch gespielt. Also. Ja. Apropos Konzert. Um mal die Überleitung. Es ist so fantastisch. Ja, es gibt zwei Leute, die du für sowas nicht bringst, das Habe Kerkeling und mich, die sagen das, machen das einfach nicht. Wir haben das aber nicht abgesprochen, wir haben nur dieselbe Meinung. Stadtparkfestival wird von dir jedes Jahr, beziehungsweise natürlich von dir und deiner Gruppe, jedes Jahr eröffnet und auch beschlossen, die Freilichtsaison im Stadtpark. Zum 44. Mal habt ihr dieses Jahr das Festival eröffnet. Ja, das ist ja das Festival, die Saison. Ne? Da spielen ja jede Menge Leute dann und wir sind die Ersten und werden dann auch, weil die Ersten werden ja die Letzten sein. Das sieht nach einem Lass Rekord. Lass das mal wirken, entschuldige mal, die Ersten werden die Letzten, denn die Letzten werden auch die Ersten sein. Wenn wir im September aufhören, sind wir die Ersten, die im Mai wieder anfangen. Das klingt nach einem Weltrekord, 44 Mal im selben Dings und immer wieder gebucht und immer wieder das hochzumachen. Gibt es da irgendwie einen Eintrag schon bei Guinness oder so? Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja, wenn Bruce Springsteen eine Woche im Yankee Stadium spielt, da hat er ja mehr als wir in 10 Jahren. Also, obwohl weiß ich gar nicht, nee. Ja, ungefähr ausgehen. Genauso viel, gut. Ich habe jetzt auch keinen Bock mit Bruce, deswegen Stress anzufangen. Ne? Am Ende macht er das nochmal und dann sind wir wieder raus. Apropos Stress, ich meine, das sind ja knapp 3-stündige Shows, die ihr da abzieht. Ja. Da könnte man sich, ich meine, ihr habt ja genauso wie hier bei Talkdots sind ja auch immer gerne mal Stammgäste. Ihr habt ja Stammgäste, die kennen ja natürlich das Repertoire, das du hast. Ihr werdet auch mal neue Lieder spielen oder so. Ja, klar. Aber natürlich auch so Lieder, auf die Leute warten. Wie stellt ihr eure Shows zusammen, die ja jedes Jahr auf jeden Fall auf dem Stadtparkfestival sind? Also Also wir spielen nicht nur in Hamburg im Stadtpark, also das ist, eigentlich überlegt man sich bei jedem Konzert auch manchmal was anderes, also es gibt ja auch so bestimmte Dinge,
die zu bestimmter Zeit an bestimmten Orten passieren. Es ist zum Beispiel so, dass wir in Hannover immer enden mit 96 Alte Liebe, der Hymne von Hannover, und dann Hamburg meine Perle spielen. Das hängt mit Robert Enke zusammen. Und genauso wie es in Kiel so ist, dass wir nicht bis der Arzt kommt singen, sondern bis der Arsch kocht. Weil ich weiß nicht warum, aber ein Redakteur der Kieler Nachrichten hat damals eine einseitige Mega-Artikel über uns geschrieben, aber hat ein Video, was bei MTV und bei Viva auf der höchsten Rotation lief, offenbar nicht verstanden oder nicht lesen können, was unten stand. Und hat es hieß, bis der Arsch kocht. Und der Song handelt eigentlich so von so einer Art Party und nicht davon, dass ich Angst davor habe, dass, weiß ich nicht, Tim Meltzer im Fernsehen erscheint oder so. Und ich vorher noch was erledigen möchte oder so. Aber dann ist es so, in Kiel singen wir halt, bis der Arsch kocht. Ne? Und insofern, wir stellen das schon immer so ein bisschen zusammen und versuchen da auch mal was zu treffen, dass den Leuten das gefällt, dass es immer wieder anders ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ist, dass wir noch nie ein Konzert zweimal nacheinander gespielt haben. Das weiß ich nicht. Das kann schon sein. Gerade wenn man auf Tour ist, ist es ja nicht immer notwendig, dass wenn man jetzt was in München gespielt hat, dann möchten die das vielleicht in Stuttgart auch hören. Muss man nicht dringend umstellen. Aber im Prinzip basteln wir uns das vor, so zusammen, was zusammenpasst, um so ein paar Inseln zu kreieren. Ein bisschen wie bei Helene Fischer, nur ohne Tanzen, ohne Drahtseil, ohne 80 Leute, die rumspringen und ohne Jugend in meinem Fall. Gibt's denn von euren Hardcore-Fans, die jedes Jahr kommen, die euch begleiten bei diesen Konzerten, gibt es dann auch so, Lotto, Mensch, das hast du aber 2011 besser gemacht, oder ja, gibt's sowas? Und wie reagiert ihr dann? Wie kriegt ihr das mit überhaupt? Also wir reden nie wieder mit denen. Nein, natürlich nicht. Also sehr gut. Nein, wir hören uns das auch an. Also das ist ja, wir leben ja auch von Kritik oder so. Es gibt zwei Fanclubs und die da sehr aktiv sind. Das gibt es immer mal. Es gibt immer mal gute und schlechte Tage. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen. Es gibt da Parallelitäten zum Fußball. Ja, du hast keinen Gegner, du kannst es aber auch nicht auf die physische Art und Weise lösen. Du musst auch immer ein bisschen Technik dabei haben. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Wir wollen da einfach was abliefern, was die Leute mögen. Ihr habt ja sowieso bald wieder die Chance, es wieder so gut zu machen, wie ihr nur könnt. Denn am 17. September ist so, die, ja, erstmal nächsten ist Konzert Dienstag in Kiel. Nummer 45. Ja. Achso, genau, Kiel kommt, Hannover kommt, glaube ich, Hettlingen kommt. Ja. Genau, also ihr seid jetzt ein bisschen unterwegs und da habt ihr dann auf jeden Fall die Chance, das sowieso immer noch so gut zu machen, wie ihr es auch nur könnt. So, jetzt haben wir das Stadtpark, jetzt haben wir HSV durch. Naja, fast nicht durch, denn es geht ja irgendwann Ende August wieder los mit der Bundesliga-Saison, ne? Ja, das ist auch mal das ein bisschen das Problem bei der Festsetzung von Terminen, wann man wo spielt, weil der Rahmenspielplan der DFL relativ spät erst kommt und dann wird ja auch jetzt mittlerweile auf 4 Tage verteilt. Da weiß ich auch nie, wann ich im Stadion sein muss und das natürlich... Was machst du? Ja, es kann schon mal schief gehen. Es kann schon mal sein, dass man im Prinzip im Sprint vom Kran ins Auto muss und es ist auch schon in diesen bislang ja 11 Jahren 2 oder 3 Mal vorgekommen, dass ich dann nicht da sein konnte. Tja. Und dann nein, dann gibt es ein Video von dem normalen Auftritt da. Ja, okay. Das ist dann halt so. Und Sie singen ja mit. Ja, naja, es ist ja, das Video nehmen wir ja im Stadion auf. Das ist also, es gibt Videoversionen davon und dann ist es nicht ganz dasselbe, aber es ist jetzt auch nicht völlig was anderes. Es gibt noch so viel, was bei dir zu besprechen ist, was alles noch passieren wird. Das machen wir gleich. Ja, in meinem Alter passiert so viel jetzt aber auch nicht mehr. Also. Na komm, entschuldige mal bitte. Wir nehmen hier das halbe Glas und dann tschakka. Ja, dann. Ich wollte vorhin schon ein bisschen Alkohol haben. Und wir gehen mal zu Astrid am Balkon. Da steht, glaube ich, irgendwer. Da. Und ich stehe neben Michel Ruge. Er ist Autor, Schauspieler, Kampfkünstler, Konflikttrainer und ein echtes St. Pauli-Gewächs. Guten Abend, Michel. Guten Abend. Wir stehen jetzt hier auf dem Balkon vom Cocoon, das ist nicht zu übersehen. Um uns herum der Kiez, den zeigen wir auch mal, die gesamte Reeperbahn, den Spielbudenplatz. Du bist in den 70er, 80er Jahren hin aufgewachsen. Was empfindest du denn jetzt, wenn du hier den Kiez 2016 erlebst? Ich wusste, dass du die Frage stellst. Und ich hab echt? Bin ich so undurchdringlich? Ja, aber ich habe gerade überlegt, was kann ich Gutes sagen?
Und also es ist toll, dass hier so viele Menschen sind und es ist toll, dass das Geschäft irgendwie immer noch funktioniert. Aber ich bin einer von denen wahrscheinlich, die ich bin hier aufgewachsen und hänge noch in der Retrospektive und finde das natürlich total scheiße, dass hier die ganzen Touris jetzt abhängen, dass es keine Familie mehr gibt, so wie damals. Wahrscheinlich ist es in meinen Vorstellungen immer noch alles so toll gewesen. Es war auch nicht alles toll, aber es war tatsächlich ein bisschen wärmer, das Viertel. Ich kann die Mieten hier nicht mehr zahlen. Ich habe 17 Jahre in Berlin gelebt und komme jetzt wieder hier nach Hamburg, suche eine Wohnung natürlich auf St. Pauli und habe dann 17 Euro kalt und solche Preise, das gab es natürlich nicht. Und die ganzen alten Leute, die ich noch kenne, so die, gut, die sind teilweise weggestorben, aber teilweise mussten die auch wegziehen, was mich ein bisschen traurig macht einfach, weil so ein Viertel wächst ja nicht, beziehungsweise hat ja nicht diesen Charme, weil es da neue Gebäude gibt oder weil es ein paar neue Läden gibt, sondern weil die Menschen mit diesem Viertel alt geworden sind und weil es die Läden dann auch noch gibt. Also diese gewachsene Struktur, die gibt es kaum noch. Dafür gibt es eine Menge Kultur. Hättest du irgendwas anders gemacht hier? Was für eine Kultur meinst du? Also Kunst, Musik und alles. Clubs. Das Cocoon. Das war, ja, okay, gut, da will ich nichts sagen, aber die Speerspitze der Gentrifizierung waren ja genau diese Leute, so Conny Littmann und diese, ich will ihm nichts Schlechtes sagen, ne? Also ist auch ein guter Typ irgendwie und er macht auch seine Sachen. Aber natürlich hat das den Kiez verändert, die sind hierher gekommen, haben eine neue Kultur hierher gebracht. Ich weiß auch nicht, ob die alte überlebt hätte. Vielleicht muss sie auch gar nicht überleben. Aber natürlich haben sie damit Kultur und so ein bisschen Moral hierher gebracht. Das macht eben nicht das alte St. Pauli aus. Ich will auch jetzt nicht sagen, dass das alte St. Pauli noch da sein muss. Aber gut, du hast mich ja jetzt gefragt. Ich finde das alte... Also offensichtlich kannst du dich zumindest nicht mehr damit identifizieren. Ich finde es immer noch geil, es ist immer noch ein tolles Viertel. Da vorne sieht es ein bisschen aus wie Barmbek, aber da drumherum gibt es noch diese alten Gassen und das finde ich ziemlich geil. Ansonsten... Wir springen einfach mal zurück. Du hast nämlich eine Autobiografie geschrieben, 2013 ist der erschienen, Bordsteinkönig, meine wilde Jugend auf St. Pauli. Du bist 69 geboren, dein Vater war Bordellbetreiber, war eigentlich nicht da. Deine Mutter minderjährig, du bist so ein bisschen mehr oder weniger bei der Oma aufgewachsen. Du hast deine Jugend beschrieben als, das finde ich sehr interessant, verwahrlost und behütet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Genauso wie ich gerade gesagt habe, das war eine gewachsene Gegend, das war sehr, sehr familiär, man kannte sich. Und ich glaube, das war überall, es war auch nicht besonders jetzt für St. Pauli. In den 70er Jahren, glaube ich, kannte jeder die Kinder, die auf der Straße gespielt haben. Da haben die Kinder nämlich noch auf der Straße gespielt. Und deswegen war das so, dass meine Eltern, die haben viel gearbeitet, die habe ich selten gesehen, war so eine Art Schlüsselkind. Und trotzdem kannte man die Imbissbesitzer, man kannte die, also ich kannte auch die, in der großen Freiheit, die Prostituierten, die haben einen eingeladen zu einer Limonade oder das war alles irgendwie familiär. Ne? Und die kannten einen auch, die kannten die Kinder. Deswegen sage ich, war das behütet, auch wenn ich weitestgehend ohne elterliche Fürsorge aufgewachsen bin. Also sozusagen als Familienersatz all die Menschen auf St. Pauli, dann kam aber auch die Pubertät und du hast deinen ersten Sex mit einer Prostituierten gehabt mit 12. Ist das irgendwo klar gewesen? War das einfach klar, wenn du hier auf St. Pauli aufwächst, dass das halt so ist? Nee, das ist ein Freund von mir, hatte ja 100 Mark geklaut von seiner Mutter und wir wussten nicht, was wir damit machen sollen und dann sind wir ins Palais und also er war, glaube ich, öfter mal, da war auch ein Jahr älter, der war schon 13. Und für mich war das nicht klar, was da passiert. Wir sind dann runter und dann kam da eine etwas ältere Prostituierte, die war, glaube ich, auch älter als meine Mutter. Die hat dann auch sehr mütterlich gesagt, wir können mal mitkommen und aufs Zimmer. Und dann hat sie, kann man das so sagen hier? Oder? Wir können hier frei reden. Okay, ja, dann hat sie mir einen runtergeholt und Mike hat zugeguckt und dann sollte ich zugucken, hat aber so viel Angst, dass die Polizei gleich kommt und es meiner Mutter erzählt, dass ich mit 100 geklauten Mark dann irgendwie zu einer Nutte gehe. Das war mir irgendwie zu heikel. Dann bin ich abgehauen, aber es war mir natürlich nicht klar, dass ich zu einer Nutte gehe, obwohl ich mit diesen Prostituierten, Nutte darf man ja eigentlich nicht sagen, ne? Man sagt ja Hure. Ich bin aber aufgewachsen damit, dass man Nutte sagt und nicht Hure. Früher und das eben respektvoll gemeint ist. Ja, und das war respektvoll. Jedenfalls war mir das nicht klar, dass ich bei einer Nutte meinen ersten Sex habe. Ich habe mir das anders gewünscht oder habe mir auch vielleicht... Wollte ich gerade fragen, also es ging ja glaube ich noch einen Ticken so weiter. Würdest du sagen, das hat dein Sexleben irgendwo geprägt? Weiß ich nicht, weil ich habe ja kein zweites Sexleben. Also ich habe, mein Sexleben ist genauso gelaufen, wie es gelaufen ist. Also wahrscheinlich hat mich das geprägt, so wie war dein erstes Mal? Also
Also nicht mit einem Prostituierten und ich sag's jetzt hier, ich war 18. Ja. Ja, das hat dich aber auch geprägt und mich hat das auch geprägt und klar hat mich das geprägt irgendwie. Aber es war jetzt nicht, es war nicht schlimm oder so, ich wollte ja eh Zuhälter werden, also von daher war ich schon mittendrin. Ja, bist du nicht geworden, darüber sprechen wir auch noch, aber natürlich bist du in diese ganzen Gangs hineingekommen und es gab gerade neulich Ende Mai das Gang United Treffen, habe ich das richtig? Gangs United Treffen, das wurde auch von Zeitungen begleitet. Jetzt natürlich alles friedlich, früher habt ihr euch auf die Mütze gehauen, du guckst so ein bisschen fragend. Hast du Kontakte zu damals? Bleiben diese Kontakte eigentlich immer bestehen, wenn man hier aufgewachsen ist? Bist du vielleicht mal in eine brenzlige Situation geraten und konntest darauf zurückgreifen und dir Hilfe holen? Also für die Leute, die es nicht wissen, in den 80er Jahren war die große Zeit der Bomber-Gang-Kultur. Und da hatten wir in jedem Viertel hier so eine Gang, die Bomberjacken getragen hat und hinten vielleicht noch so einen Schriftzug und Popper also abgezogen und so weiter. Und die Kontakte bleiben. Und ich hatte tatsächlich mal eine Situation, das war in Amerika, wo ich war kurz davor, eine Frau zu heiraten. Hab sie dann auch geheiratet und die hat aber ein Doppelleben geführt mit einem Typen, der reich war und in Nordrhein-Westfalen mafiös strukturiert irgendwie da involviert war. Und der wollte mich dann umbringen und sie auch. Und das habe ich in Amerika erfahren, weil so ein alter Tür ist sehr verworren jetzt. Ich wollte sogar sagen, was für eine krasse Geschichte. Und na jedenfalls, also wollte er mich umbringen. Die Tschetschenen haben den Auftrag angenommen, weil die Türken haben ihn abgelehnt, weil sie mich noch kannten von der Tür aus Berlin. Und dann sind wir quer durch Amerika gereist. Damals war bei Facebook, war da noch nicht wenn man irgendwas postet, dann wo man ist. Und dann haben wir mal irgendwie einen anderen Ort angegeben, weil wir Angst hatten, dass die Tschetschenen uns auf den Fersen sind. Habe ich sie aber auf jeden Fall geheiratet aus Trotz. Und sie war schwanger, ne? Sie hat also meine Tochter gerade ausgetragen. Und dann sind wir nach Südafrika und dann sind wir nach Frankreich und dann sind wir nach München in den Opferschutz gekommen tatsächlich. Und meine alten Kontakte hier nach St. Pauli haben sich dann noch intensiviert, weil wir jeden Tag geschrieben haben. Und die haben mir einen Anwalt zur Seite gestellt. Und ein Boss einer bekannten Rockergruppe hat sich dann für mich eingesetzt, sodass das alles, dass ich heute hier noch stehen kann. Ja, das lassen wir mal ganz kurz sacken. Einmal durchatmen. Du hast jetzt. Ja. Auch sonst sind die Kontakte geblieben, weil ich habe ja dieses Gangtreffen organisiert und da sind 150 Männer gekommen. Früher haben wir uns wirklich auf die Mütze gehauen und mittlerweile sind wir uns umarmen, haben Selfies gemacht und sind hier einmal runter und haben uns tierisch gefreut. Also jetzt hast du mir so eine schöne Überleitung geschafft, denn ich wollte nämlich sagen, du hast der Gewalt abgeschworen und das hätte eben so ein bisschen schwulstig geklungen. Klingt wahrscheinlich immer noch. Du hast ein zweites Buch auch geschrieben, oder das war vielmehr das erste, und zwar das Ruge-Prinzip, einen psychologischen Ratgeber für Konfliktsituationen. Du greifst natürlich auf deine Vergangenheit zurück, du bist Schauspieler, kannst daraus einiges ziehen und Kampfkünstler, Kampfsport. Hast du vielleicht auch einen Universaltipp für uns? Was gilt in jeder Konfliktsituation, das man irgendwie beachten sollte? Ruhig bleiben. Tatsächlich. Ja, was soll ich sagen? Ja, also der Atem. Ich nehme jetzt mal was ganz Einfaches. Also habe ich auch eben gemacht, ne, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Dachte ich, oh Gott, jetzt fange ich schnell an zu atmen. Also atme ich wieder ruhig. Und das gibt ein Signal an den Körper, dass ich, also wenn ich in einer Stresssituation bin, dann atme ich normalerweise sehr flach und das gibt dann ein Signal, okay, Gefahr. Und wenn ich ruhig atme, gebe ich ein Signal an meinen Körper, alles ist in Ordnung. So kann ich meinen eigenen Körper manipulieren, aber auch mein Gegenüber. Es gibt so einen alten Samurai, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Hakka, weißt du, wie der Samurai heißt, der die fünf Ringe geschrieben hat? Musashi. Musashi hat mal gesagt, der Atem überträgt sich. Und das stimmt, wenn ich ein Gegenüber habe, das habe ich auch auf der Natur gemacht. Und da war jemand ziemlich aufgeregt und er hat sich schnell bewegt und hat schnell geatmet. Dann habe ich tief gesprochen, langsam geatmet, ganz ruhig reagiert. Und dann hat er sich auch, also seine Stimmung hat sich auch gelegt. Also er war nicht mehr aufgeregt, er wurde ruhiger. Und das ist so ein alter Samurai-Trick, den habe ich auch... Ja, der hat immer funktioniert an der Tür. Und den habe ich heute auch versucht irgendwie, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ach so, also man merkt es dir nicht an. Von der Gewalt weg und jetzt bist du auch tatsächlich vergangenes Jahr zum Katholizismus konvertiert. Du warst Protestant. Ist auch das irgendwie so ein logischer Weg vom Schläger zum Katholiken? Nee,
Jetzt gibt es Szenenapplaus. So war es nicht gemeint, Kinder, ehrlich. Nee, ich wollte immer Katholik sein. Also es gibt ja halt Warum? So viele katholische Kirchen. Ja, weil sie einfach die bessere Show machen. Und ich habe... Mit Bekreuzigen und auf die Knie. Bei meiner Konfirmation haben sie da vorne Gitarre gespielt und wollten es so ein bisschen mundgerecht machen für die Jugendlichen. Das hat mich tierisch genervt. Und es war nicht dieses Kirchliche, das ich eben aus den Mafia-Filmen kannte und so. Nee, mal ganz im Ernst. Es war halt wirklich nicht das, dass ich diesen Glauben so leben konnte. Es war zu theoretisch. Und es hat über die Jahrzehnte in mir gearbeitet und irgendwann 2013 bin ich krank geworden und habe mich etwas zurückgezogen und habe dann gechattet mit einem Pfarrer aus Köln und mich intensiv eben über den Glauben und über das Apostolische und den Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche unterhalten. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich den Glauben, den ich ja habe oder der mir anerzogen wurde, dass ich ihn leben muss, wenn ich ihn wirklich spüren will oder wenn ich wirklich glauben will. Man kann Leben nicht theoretisch leben. Man kann Glauben nicht theoretisch ausleben. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in Wilmersdorf, also in Berlin, in einer Franziskanergemeinde dann zur Kirche gegangen bin. Und das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich da auch außerhalb des Gottesdienstes eben ganz für mich alleine niederknien konnte, beten konnte. Das hört sich jetzt so doof an, dass ich niederknie, aber das ist tatsächlich, hat es was mit mir gemacht. Ich hatte so ganz stille Momente mit mir. Das ist genauso, wie als wenn man zum Schaman geht und eine Ayahuasca-Wurzel isst oder als wenn man meditiert oder als wenn man irgendwie, also es gehört einfach dazu. Und damit bin ich noch viel intensiver mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und mit diesen Ritualen auch. Und würdest du auch sagen, vielleicht auch so ein bisschen die Menschen drumherum eine Art Familienersatz? Ganz kurz? Nee, das ist das Einzige, was nicht so gut funktioniert. Also bei den Muslimen und in der jüdischen Gemeinde funktioniert es super, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das funktioniert leider in Deutschland nicht so, auch nicht bei der katholischen Kirche. Aber generell ist es auf jeden Fall intensiver und für mich wahrhaftiger als die evangelische Kirche. Damit will ich die evangelische Kirche jetzt nicht schlecht machen, aber es ist einfach der richtige Weg für mich, dass ich diesen Glauben wirklich auch körperlich ausleben kann. Michelle, du warst, wir springen jetzt noch einmal, 17 Jahre lang in Berlin, jetzt bist du zurück. Das wurde auch auf einer Zeitung gebracht, mit Kiezgröße ist zurück. Und als Rotlichtexperte, glaube ich, wurdest du auch mal betitelt. Egal, du bist jetzt wieder da, was kommt als nächstes? Welche Zeitung war das? Peter hat gesagt, die Mopo. Peter, die Kiezgröße. Also okay, ja gut, das war was anderes. Da war gerade irgendwas in Köln mit Übergriffen und so weiter und da habe ich ein paar Tipps gegeben, wie man sich dagegen wehrt. Aber was kommt denn jetzt? Du bist zurück nach so langer Zeit und noch gar nicht so lange. Du bist zurück in Hamburg. Was kommt jetzt? Es ist eine gute Frage. Ich bin wirklich bemüht, solide zu bleiben, obwohl ich ja jetzt wieder Kontakt habe mit den ganzen Kiezleuten. Aber nee, ich schreibe. Ich will Unterricht geben hier auch, werde Seminare geben, das organisiere ich gerade mit einem Freund, im November fangen wir an und suche eine Wohnung. Alles klar, das geben wir jetzt mal weiter. Ich bin gespannt. Und eine Lebensgefährtin suche ich noch. Okay, eine Wohnung und eine Lebensgefährtin für Michelle Ruge. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und damit geben wir ab von der Außenschalte zurück ins Studio. Suchst du irgendwas, Lotto? Möchtest du irgendwelche Aufrufe starten? Dann mach's. Ich hätte gerne Lamborghini. Also. Auch schön. Ja. Aber habe ich noch nicht. Aber also im Moment ist alles gut. Okay. Ein Stuhl, der nicht ganz so auf den Rücken geht. Ja. Ja. Du musst zugeben, dass das... Ne? Das sind schöne Stühle. Sind aber vom Optischen her sehr schöne Stühle und sind auch für Menschen unter 1,40 geräumig. Entschuldige bitte! Du hängst da genauso komisch dran. 1,71. Ja, ich sage, für Menschen unter 1,40 passen sie schon. Na gut, ja. Ist ja gleich vorbei. Oder so Kontorsionisten, die so eine Waschmaschine, so acht, also Weltrekordversuch, 8 Monate in der Waschmaschine gelebt und dann auf den Stuhl sitzen. Boah, ja. Dann geht's. Eingelaufen. Ja, dann geht's. Dann, jetzt kriege ich Platz hier. Spiele ich mal 3 Löcher auf dem Ding. Vor tausenden Auftreten. Wir haben es gerade gehört bei Michelle Ruge. Wie sieht es aus mit aufgeregt sein? Atmest du durch oder macht ihr ganz was anderes zusammen?
Nee, wir haben festgestellt, also das ist auch, wir wissen nicht, warum es so ist, aber wir haben festgestellt, wenn es möglich ist, so zwischen 15 Minuten und 30 Minuten als Band in einem Raum zu sein und keiner sonst dabei ist, der irgendwas mit uns zu tun hat, sondern nur die Band, dass wir einfach wacher auf die Bühne gehen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man sich ein bisschen aufeinander konzentriert. Oft ist es auch so, dass man sich über irgendeinen totalen Blödsinn unterhält oder gar nicht unterhält oder nur einen trinkt. Aber gibt es so ein Ritual, abklatschen oder wow? Ja, wir nehmen uns schon einmal nochmal so einen Arm vorher und wünschen uns gute Show und so. Aber es geht eigentlich so diese halbe Stunde vom Auftritt. Das ist so der Moment, wo wir dann auch möchten, dass im Backstage ein bisschen Ruhe ist und so weiter. Das ist ja sonst, wir haben ja auch, bei uns in der Band gibt es Leute, die haben Enkel, die zur Schule gehen. Also das muss man ja auch mal sehen. Insofern, also da ist schon eine ganze Menge los manchmal. Nur, dass wir da versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein, weil es ja auch um die Leute geht, die Eintritt bezahlt haben. Und denen wollen wir auch ein bisschen was bieten und wollen es auch von der ersten Minute an. Aber dennoch ist es natürlich so, wenn man so lange Konzerte gibt, dann muss man sich seine Kräfte auch ein bisschen einteilen. Und da gibt es natürlich auch so, wie es vorhin gesagt worden ist, ganz richtig, einen Anfang und eine Mitte und ein Ende. Nächstes Jahr kommt das neue Album raus. Das letzte ist jetzt 2011 erschienen. Was ist genau? Jetzt kommt dann hoffentlich bald das neue. Ich habe gelesen, ein Song heißt Manuel Neuer. Ja. Ja? Manuel Neuer kommt super an, deswegen haben wir das. Also genau, kommt super an. Ja. Alle so, who the fuck is Manuel Neuer? Naja, im Moment weiß man ja wirklich, wer Manuel Neuer ist. So, oder? Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Also er ist auf jeden Fall nicht beim Eurovision Song Contest aufgetreten, so viel ist klar. Um was geht's? Geht's um Manuel Neuer denn bei dem? Ja, überraschenderweise geht's auch um Manuel Neuer beim Song Manuel Neuer. Das naja, ist schon echt, man hat schon einiges. Es geht eigentlich um diesen Werbespot von Manuel Neuer. Den mit der Nuss-Nougat-Creme oder welcher meinst du? Oder nein, diesen, mit dem Brausegetränk. Ah, so, wo die Freundin da sitzt und sagt, wenn du willst, bin ich Manuel Neuer, dann ist es tatsächlich Manuel Neuer. Und wir haben eigentlich eine Zeit lang immer über diesen Spot so Witze gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, und wenn du willst, dann sind wir gar nicht in Kiel, sondern in Manuel Neuer. Und dann haben wir irgendwie gedacht, ach, das ist ja eigentlich mal ein Song wert, ne? Und ich schätze Manuel Neuer als, ich glaube, ist der beste Torwart der Welt und spielt natürlich völlig falsch rein. Ja. Genau. Muss man sagen. So, ich finde auch, er sieht ein bisschen aus wie Benny Beimer, aber in dem Song geht es nicht um Benny Beimer, sondern es geht um Manuel Neuer. Sollten wir mal einen Song haben, der Benny Beimer heißt, kommst du wieder. Frag mich gern, aber es könnte sein, dass der von Benny Beimer handelt. So, und und darum geht es in dem Song zum Beispiel um Manuel Neuer. Und wird voraussichtlich auf dem neuen Album drauf sein. Der wird ziemlich sicher. Ja, das Problem bei dem Song Manuel Neuer ist tatsächlich, dass man ja immer so eine Reihenfolge sich auch überlegt, wo die Songs stehen. Und wir hätten ihn eigentlich aufgrund der Art, was für ein Song das ist, jetzt nicht so weit nach vorne gestellt, weil das schon ziemlich, da geht es schon ziemlich zur Sache. Aber dann hast du auf Platz 4 oder 5 so stehen in deiner Kladde, 5 Manuel Neuer, und denkst, ist irgendwie komisch, muss 1 Manuel Neuer sein, weil er ist der Torwart. Und wahrscheinlich fangen wir dann damit an. Hamburg, meine Perle, nochmal ganz kurz, ist jetzt gecovert worden, beziehungsweise nicht gecovert, sondern du hast ein Duett daraus gemacht mit, wer weiß das hier? Aha, keiner weiß. Es ist nicht Manuel Neuer, es ist Heino ist es, meine sehr verehrten. Heino und Lotto, der ist aber kein Hamburger, oder habe ich da, der hat doch irgendwie in der Eifel sein Café. Heino ist überzeugter Düsseldorfer, der in Köln geboren ist oder umgekehrt, ich weiß gar nicht. Sowas. Es kam so, dass mich der Manager von Heino schrieb mir eine SMS, ob ich noch mit ihm reden würde, wenn er mir eine Frage stellt. Und dann habe ich gedacht, ich will jetzt nicht lange raten, also rufe ich ihn an und sage, worum geht's? Und dann sagt er, ja, so, der hat so die Angewohnheit, jeden Satz immer dreimal zu sagen, er sagt jeden Satz dreimal, er sagt ihn dann dreimal. So, und dann hat es ein bisschen gedauert, bis er dann mir gesagt hat, dass Heino diesen Song so gut finde und Heino findet diesen Song so gut und er findet diesen Song so gut und er möchte gerne ein Album machen über Fußball und da würde er gerne den Song mit dazu packen und ob er ihn denn so covern dürfte. Dann habe ich gesagt, klar, darfst du den covern, ne? Nur nicht vergessen, bei der GEMA anzumelden. Und aber das weiß Heino ja. So. Und dann fragte er, ob es denn eine Idee wäre, er hätte noch nie ein Duett gemacht, dass wir daraus so eine Art Duett machen. Und dann ist natürlich so der Moment, wo du sagst, das ist natürlich auch nach dieser, also als Heino im Wacken bei Rammstein aufgetaucht ist, so. Das war der Moment, wo für einige Leute eine Welt zerbrochen ist und für andere eine sich eröffnet hat. Und ich kenne die Rammsteiner ganz gut und mag die auch und habe gedacht, dann ist das irgendwie so auch so ein Ritterschlag irgendwie. Und dann habe ich gedacht, also weißt du was, ich höre es mir erstmal an. Und dann gibt es Produzenten, die das dann mit Heino gemacht haben. Und die haben tatsächlich so 2 Sänger gehabt, die dann uns beide imitiert haben. Auch ganz gut, wie ich fand.
Und der Moment, wo dann so Heino bei deinem Song so einsetzt, so, wo du noch vor Augen hast, wie wir in Barmstedt bei unserem Keyboarder damals, Thorsten Heinz, im Keller saßen. Mit Jefe alkoholfrei. Und ja, wenn du das morgens trinken musst, kommt eigentlich gleich schlecht drauf, weißt du? Und dann denkst du, dann will ich das auch mal hören. Und naja, und dann sind wir da irgendwann in das Studio gefahren nach Flensburg und haben das dann da aufgenommen. Das war schon ganz abgefahren. Aber dann kam natürlich auch die Frage, welche Fernsehshow können wir zusammen machen? Und da muss ich natürlich sagen, da... Habt ihr sofort an Talk der offenen Tür gedacht? Ich bin ja jetzt hier, ja, genau. Also aber das ist 50%. So, ich weiß nicht, ob ich Florian Silbereisen durchgehalten hätte, das weiß ich nicht. Das, dann lieber bei mir. Nein, das liegt an mir. Das ist ja nicht. Wir wollen noch einmal ganz kurz sprechen, was sind die nächsten Benefit-Sachen, die wir von dir erwarten können? Gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, da werde ich mich auf jeden Fall engagieren, da bin ich auf jeden Fall dabei? Ja, es gibt von einem Freund von mir gibt es auch so ein Benefiz-Fußballturnier, wo wir vielleicht irgendwas machen wollen mit unserer Mannschaft, aber das hängt jetzt wieder vom Rahmenspielplan der Bundesliga ab. Ich weiß nicht, ob ich da kann. Sobald ich das weiß, werde ich dann sehen, ob ich da hinkomme oder nicht. Ansonsten haben wir gerade Soccer Bowl gemacht. Wir haben jetzt jahrelang immer Basketball gespielt mit so einer prominenten Mannschaft gegen eine Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaft und diesmal haben wir mit einer Fußballmannschaft, zum Teil sind das aber dieselben Leute, gegen eine Mannschaft, ein Team aus Flüchtlingen gespielt und das war für mich auch toll. Ich war mal Trainer, ich konnte ein bisschen das, was ich mir bei den vielen Trainern, die ich erlebt habe im Fernsehen, konnte ich auch umsetzen und wir haben auch 4-2 gewonnen, das war schon ganz gut. Du wirst nächstes Jahr, um das auch nochmal ans... Gott, jetzt kommst du damit, meine Güte. Du wirst, man muss doch sagen, ist doch toll, du wirst ein halbes Jahrhundert. 50 Jahre! Entschuldige mal, dieser Mann sieht doch nicht aus wie 50. Wie feiert Lotto? Feierst du irgendwo außerhalb oder feierst du mit Freunden, mit Familie? Ja, diese Frage, die kommt jetzt so immer so mehr oder weniger auf mich zu. Ehrlich gesagt, weißt du noch nicht? Nee, ich weiß es nicht und ich bin auch jetzt nicht so, weißt du, wenn du so eine Riesenfeier veranstalten hast, eine Woche vorher, arbeite eine Woche danach und das ist ja gerade, wenn du älter wirst, nicht mehr so witzig. Und insofern, ich bin echt zufrieden, wenn ich mit Freunden oder einer Familie irgendwo essen gehe oder so. Das ist echt okay. Weil das ist auch so ein Ding, wenn du, Alex Christensen hat das mal gesagt, seit er DJ ist, hat er keinen Bock mehr in die Disco zu gehen, weil das immer wie Arbeit ist. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so. Alles, was so ein bisschen blumig wird, ist dann auch immer, fühlt sich immer ein bisschen wie Arbeit an. Und das muss ich an meinem Geburtstag nicht zwingend haben. Aber ich habe auch schon ein paar Mal, da kommen wir wieder auf den Rahmenspielplan zu, an meinem Geburtstag ein Spiel anmoderiert am HSV gegen Bayern. Wir haben aber nie verloren. Insofern... Das wäre die Nummer. Lotto King Karl bei uns, meine sehr verdammt. Ich bitte dich, diesem jungen Mann hier zur Bar zu folgen, denn da steht ein Kaltgetränk für dich. Lotto King Karl, Astrid, übernehmen Sie. Danke dir. Da ist Lotto und hier bei mir sind Evelyn Hall und Marvin A. Smith. Und was ich unbedingt noch fragen wollte, weil wir jetzt EM haben, guckt ihr eigentlich Fußball? Evelyn, hast du einen Tipp? Ich gucke wie eine Verrückte. Das ist wirklich so. Aber ich bin ja auch ein Sportskind. Ja, ich wünsche es den Deutschen. Ich weiß nur nicht, ich meine, ich bin ja nun nicht jemand, der genau weiß, was ein Abseits ist und warum einer einen Elfmeter kriegt, wenn er ihn eigentlich gar nicht hätte haben wollen und solche Sachen. Da schreie ich immer ganz. Aber wenn Elfmeterschießen kommt, dann bin ich eigentlich fast gar nicht einzukriegen. Ich wünsche es, wir haben ja so einen tollen Torwart und ich wünsche es uns. Das ist alles, was ich sagen kann. Marvin, are you watching soccer? Sure. I guess so. This is very convincing. Evelyn, Marvin, you know each other already. Evelyn, from where? Well, this is simple. We've met in the studio, and he was there by chance, and we got into talking. This was by accident. And I told him where I come from, and he said to me, what? I mean, I don't know, not even in America I know someone like you. They're either dead or they got a cane. I said, well, I would like to get together with you, and I want you to exercise with me so that I can see what you can do with me still, because when you're not 20 anymore, and then you have to figure out what you can do. Marvin, what could you do with Evelyn? What was it like? What was it like? It was interesting because
Evelyn is a very, she's very focused and she knows what she wants to do. And she's a very hard worker. So it was interesting for her. It was interesting to work with her because in my ear, she kept telling me how old she was. But Marvin, you know how old I am, right? And in her ear, I kept saying, but Evelyn, you know I don't care. So I was like, if we're going to do it, we're going to do it. And she works so hard. She really, really does work hard. And she's able to do just about anything that she wants to do, which is amazing. So it was literally amazing, because she can still do everything. Evelyn, du bist einfach ein Phänomen. Was kommt als nächstes? Im Dezember soll eine neue Platte rauskommen und dann? That's what we planned. But the thing is that I have never stopped, even though I have done little things, but I've never stopped feet-wise. Feet is the most important as for a dancer. All this I have trained every day. So in case someone gets me to work and doesn't care about age, then he's going to put me upside down because I have the abilities. And that's something that I have to do in my place so that I'm ready if the time is ready. Evelyn bleibt startklar und ich werde jetzt zur Bühne gehen. Ich würde euch mal bitten, mich zu begleiten. Wir machen mal so ein Catwalk-Ding, ja? Können wir so hintereinander wie im Gänsemarsch, aber so ein bisschen, could you show me how to catwalk, maybe? And we go to the stage because there's our last gig. Ja? Okay? I follow them. So, und jetzt Marvin. Und jetzt ich. Tum-ti-dum. Und ganz nebenbei geben wir ab an die Bühne, da stehen Schwäch und Pefel. Ja, ja, sie sehen fantastisch aus, unsere Stars, und ihr seht auch fantastisch aus. Drei talentierte junge Männer, gut aussehend, setzen sich Masken auf, heißen alle Felix und nennen sich Schwäch und Pefel. Wer kann mir von den Felixen antworten? Was ist das Konzept hinter den Masken? Felix. Ja, wir versuchen auf jeden Fall der Musik ein Gesicht zu geben, aber auf jeden Fall nicht unseres. Und wenn jetzt unten die Groupies alle schreien, Felix, 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 wie haltet ihr die auseinander, Felix? Gar nicht. Wir teilen brüderlich. Ein schönes Konzept, über das Astrid und ich übrigens auch noch nachdenken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr seid Teil des BID Reeperbahn-Projekts. Sie spielen unser Lied, und zwar zum Reeperbahn-Festival wird es eine CD geben auf der Reeperbahn nachts um 12:30, gecovert von 12 unterschiedlichen Bands, unterschiedliche Stile. Schwäch und Pefel werden dabei sein. Und wir freuen uns auf die CD. Ende September kommt sie raus. Genau, und jetzt hören wir auch Schwäch und Pefel, und zwar mit dem Song Kalt und leer, jetzt alle drei Felixe, und wir, ja, wir sagen kurz Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.
stehen zu, ich sicher. Straße ohne Riss, Gewinn ohne Schmerz. Liebe mich in meinen Fehlern. Jetzt hängt an meiner Wand, vielleicht ist es da. Vielleicht bist du lose. Bis dann, irgendwer findet mich irgendwann. Irgendwie hört es auf, fängt es an. Ich habe irgendwie vergessen, wie es ist. Anderes auf mich wart, jemand anderes neben mir bleibt, jemand anderes wegen mir weint, jemand anderes mich braucht. Ihr findet mich eh nicht, also komm nun ohne mich. Irgendwie hört es auf, fängt es an. Ich habe irgendwie.